All diese Bilder haben eines gemeinsam. Und nein, hier gibt es nichts umsonst. Das sind Wohnungsbesichtigungen in Berlin. Solche Szenen erwarten Wohnungssuchende immer häufiger in der Bundeshauptstadt. Viele junge Menschen, vor allem Young Professionals, brauchen einen Wohnort in der Nähe der Arbeit. Faktoren wie eine gute Verkehrsanbindung, eine große Auswahl an Supermärkten und nah bei den Freunden zu sein, all das spielt eine große Rolle bei der Auswahl. Doch ein Faktor lässt alle anderen verblassen: der Mietpreis. Was Schreckensszenen von Wohnungsbesichtigungen wie diesen ebenfalls gemeinsam haben, ist, dass sie häufig mit relativ günstigen Mietangeboten verbunden sind. Und jetzt stellt euch vor, ihr werdet zu einer Besichtigung eingeladen. Wenn ihr bei der Wohnung ankommt, ist Konkurrenz genau das Letzte, was ihr sehen wollt. Denn man fühlt sich so, als hätte man keine Chance mehr, die Wohnung zu bekommen. Nach dem Motto, warum würde sich der Vermieter für mich entscheiden? Nach mehreren Besichtigungen verwandelt sich Demut in Wut und das bekommt man oft in den sozialen Medien zu spüren. Bei dieser dramatischen Lage muss man sich fragen, warum ist es eigentlich so schwer, günstige Wohnungen in Berlin zu bekommen? Zuerst solltet ihr verstehen, dass Berlin als Stadt der Mieter gilt. 83% der Menschen in der Hauptstadt wohnen zur Miete. Das ist die höchste Quote in ganz Deutschland. Berliner Vermieter für Bestandswohnungen bekommen im Schnitt 140 Kontaktanfragen auf ein Inserat. Die Nachfrage ist also groß. Sprich, das Angebot an Wohnraum hat sich eben nur sehr langsam an diese erhöhte Nachfrage angepasst in den letzten Jahren. Und das hat dazu geführt, dass wir eben ja so ein Mismatch haben zwischen einer sehr, sehr hohen Nachfrage bei nur langsam steigendem Angebot. Und das letzten Endes hat dazu geführt, dass die Preise so stark gestiegen sind. Die Mietpreisentwicklung sieht ziemlich schlecht für junge Mieterinnen aus. Der durchschnittliche Mietpreis hat sich während der 2010er Jahre mehr als verdoppelt. Die Empörung in der Öffentlichkeit ist groß und viele wenden sich an die Politik. Einige Bündnisse, Genossenschaften und Initiativen sprechen sich für staatliches Eingreifen in den Wohnungsmarkt aus. Einige Maßnahmen werden bereits ergriffen. Wichtig ist vor allem, dass die Politik dafür sorgt, dass mehr gebaut wird. Die neue Bundesregierung hat ein eigenes Ministerium für Wohnen und Bauen geschaffen und will jährlich 400.000 neue Wohnungen bauen. Das ist sportlich, denn schon die vergangene Regierung, die wollte in ihrer Legislaturperiode 1,5 Millionen neue Wohnungen schaffen, also 375.000 pro Jahr. Und schon dieses Ziel wurde verfehlt. Diese Angebote reichen offenbar nicht aus, um den Bedarf nach Wohnraum zu erfüllen. Daher wurde in Berlin eine Initiative gegründet: Deutsche Wohnen und Co. enteignen. In einer Volksabstimmung haben 56,4% der BerlinerInnen einer Enteignung solcher Wohnungskonzerne zugestimmt. Doch wie das durchgesetzt wird, bleibt noch unklar. Also hier sieht es aktuell so aus, dass sich SPD, Grüne und Linke bei den Koalitionsverhandlungen darauf geeinigt haben, eine Expertenkommission zum Volksentscheid einzusetzen, welche die Möglichkeiten der Umsetzung des Volksbegehrens prüfen soll. Da geht es vor allem darum, ob eine Vergesellschaftung konform mit der Verfassung wäre. Innerhalb eines Jahres soll die Kommission dann eine Empfehlung zum weiteren Vorgehen erarbeiten. Und 2023 sollen dann die zuständigen Senatsverwaltungen gegebenenfalls Eckpunkte für ein Gesetz zur Vergesellschaftung vorlegen. Man sieht also, wenn überhaupt, dann wird das nicht von heute auf morgen passieren. Eine solche Enteignung hat es noch nie in der Bundesrepublik gegeben. Daher kann man sagen, dass Berlin als eine Art Versuchskaninchen dient, an der alternative Lösungen zur Regulierung des Mietpreises experimentiert werden. Wie bereits beim Mietendeckel 2020. Weil der Mietendeckel macht nämlich einen fixen, maximal erlaubten Oberwert an Neuvertragsmieten und auch Bestandsmieten tatsächlich fest. Das war in Berlin ein Experiment. Das Bundesverfassungsgericht hat das ja jetzt erstmal gekippt, dieses Urteil. Das heißt, der Mietendeckel wurde wieder abgeschafft. Es gibt jetzt aber durchaus ja Parteien, die fordern jetzt nach der Bundestagswahl, dass so ein Mietendeckel grundsätzlich eingeführt werden könnte in Zukunft. Aber aus ökonomischer Sicht sind solche knallharten Mietobergrenzen eigentlich immer ein sehr, sehr schwieriges Instrument. Nun gibt es eine neue Regierung. Im neuen Koalitionsvertrag sagen die Ampelparteien, sie werden das Bauen und Wohnen der Zukunft bezahlbar, klimaneutral, nachhaltig, barrierearm, innovativ und mit lebendigen öffentlichen Räumen gestalten. Was heißt das für die MieterInnen und Wohnungssuchende in Berlin? Im Vorfeld waren in den Wahlprogrammen vor allen Dingen der SPD und der Grüne sehr viel mieterschützende Regelungen vorgesehen. Also gerade im Mietrecht war da viel geplant. Leider ist da wirklich gar nichts passiert. Also da kämpfen wir natürlich
weiter als Mieterbund, dass da noch was passiert in den nächsten 4 Jahren. Aufgrund des Koalitionsvertrags können die Mieterinnen und Mieter in Deutschland jetzt nicht damit rechnen, dass in naher Zukunft wirklich im Mietrecht effektive Regelungen vereinbart werden. Also daher im Mietrecht gilt es weiter zu kämpfen, Forderungen zu stellen, um da hoffentlich noch irgendwas auf die Beine zu stellen.